Oh, das ist. Ja, da ist wieder soweit. Wir kommen zurück zu Katamari. Oder wieder auf Katamari. Es ist wieder mal Freitag. Ich fange heute ein bisschen früher an, weil wir haben heute so einiges vor uns. Wir wollen nämlich heute gucken, dass wir König und Königin gesammelt bekommen. Und who knows, wie lange das dauern wird. Deswegen wird ein bisschen etwas früher die Zeit genommen für das Ganze. Und mal schauen, ob da drüben noch alles in Ordnung ist. Ja, okay, das läuft. Bye. Das wird ein bisschen runter, weil es hat ja letztens. Das Spiel ist ein bisschen lauter, deswegen ist es auch dann besser, das dann so zu machen. Genau. So. Ich habe mir eine Strategie zurechtgelegt, denke ich mal, wie ich das hinbekomme. Und ja, mal gucken, ob und wie das funktionieren wird. Ich hoffe ja, dass es funktionieren wird. More fun. Let's be pleased, okay. Ja, auch das Ganze zu Sternstaub. So, okay, das war jetzt noch von der Übung vorhin. Um mit der Karte noch mal ein bisschen vertraut zu machen. So, okay, jetzt kommt wieder ein richtiger Lauf. Jetzt kommt wieder ein richtiger Lauf. As fast as possible, weil as large as possible. Ah nee, Moment, das ist das erste genau. As fast, da geht's nur bis 5000 hin und Quatsch, bis 1000 hin. Und das ist weit zu wenig. Ja, schlau gemacht. Wir brauchen circa, also wie ich es gelesen habe, an die 3600 sollten wir erreichen in der Höhe. Um den König aufzusammeln. Das ist so die Zahl, die wir benötigen. Und das sollten wir so schnell wie möglich erreichen. Das war zu lang. Dafür gefällt mir jetzt schon nicht daran. Im Verkehr. War schon gleich zu langsam. Müssen wir wirklich kontinuierlich sammeln, sammeln, sammeln. So, die Kisten, hieß es ja auch, sind wichtig, da möglichst viel mitzunehmen. Die Samurai ist auf jeden Fall. Die gehen nicht, ja. Also gar nicht mal so lange versuchen an Sachen, die wir noch nicht können, sondern. Muss ja alles möglichst schnell gehen. Und halt das Sprinten nicht geht, müssen wir schauen, dass es so relativ schnell das Ganze geht.
Das darf keinen Fall trödeln, irgendwo. Auf keinen Fall trödeln. Kisten, gut. Die geben nochmal ordentlich Schub. Okay, gut. Jetzt, ja, jetzt zum Sportplatz. Gar nicht so lange trödeln hier. Gar nicht so lange trödeln. Ja, ein bisschen den Zaun gleich mitnehmen noch. Allgemein die Zäune hier sollten ganz gut höher machen. Auch eine wichtige Phase hier, möglichst, also hier möglichst kontinuierlich was mitnehmen. Gar nicht große, lange Trödeln. Am besten noch gar nicht lang großer. Lassen das Gebiet verlassen. Jetzt kann ich schon Autos mitnehmen, das sollten wir auch möglichst schnell machen. Ach. Schade, dass man hier die Wand da drüben nicht mitnehmen kann. Eigentlich jetzt schon langsamer Würm marschieren. Knapp, das sollte nicht passieren, eine Runde zu rutschen. Eigentlich schon ein recht guter Run momentan. Wenn ich mir jetzt nicht zu viel Zeit lasse. Okay, gut. Das gefällt mir zeitlich. Jetzt sagt er mir gleich, soll er rüber. Aber, ja, es gibt bitte. Will die mitnehmen auf jeden Fall hier. Die Plattform hier.
Das kommt schon den Knopf mit zu sein. Okay, wenn ich den Wal mitnehmen kann, sollte ich Richtung Paris aufbrechen. Ah, komm schon. Gar nicht lang trödeln. So, okay, hier die mitnehmen. Jetzt sollten wir auf jeden Fall auch die mitnehmen. Kann ich rüber bei die Brücke? Das kostet bringt auf jeden Fall. Braucht auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit. Weiter mitnehmen. So, okay. Und jetzt, jetzt Paris. Jetzt, soweit es geht, Paris. Okay, jetzt ja hier rüber. Doch besser als die Brücke. Ah, nein, nein, nein. Das darf nicht passieren. Heraus da. Okay. Ja, Mauer geht noch nicht. Müssen wir drum rum. Erstmal den Kleinkram mitnehmen. Dann wirklich schnell. Den Kram mitnehmen, aber. Das Hauptziel. Ist New York. Also da vorne. Ja, ich weiß, jetzt sagt der Link Krams. Würde ich sagen, dass ich noch. Er wird mir gleich sagen, dass ich bei New York durchbrechen kann. Locke sagt der Plan, ja. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass bei New York da drin das Teil ist. Nicht beim Buckingham Palace da stecken bleiben. Nicht beim Buckingham Palace stehen bleiben. Wir stecken bleiben. Das sollte nicht passieren. Auch hier gar nicht so lange stecken bleiben in New York. Sondern direkt gleich weiter. Und hier oben möglichst einsammeln. Gehen die Schiffe schon? Nein, noch nicht. Okay. Jetzt hier runter. Ich glaube, jetzt müssen wir die Mauer auch einsammeln unterwegs sein. Genau, die Mauer einsammeln. Die ist jetzt important, die Mauer mitzunehmen. Ach, nicht stecken bleiben.
Eigentlich minimal, aber schaden kann es nicht. Der Ball geht nicht. So, ja, bestimmt jetzt Richtung, ja. Obwohl der kickt mich gerade nicht in die richtige Richtung, ja. Hier wollte ich sowieso in die Richtung, nämlich der Wüste. Und dann bei Godzilla City vorbei. Sehr Buße, ja. Okay, 6 Minuten, das sieht relativ gut aus von der Zeit her. Ich glaube, jetzt kam noch nicht die Phase mit den Hi, Tess. Ich glaube, jetzt kam noch nicht die Phase mit den Ländereien, oder? Ja, skippen. Ach, verdammt. Nein, nicht hängen bleiben. Keine Zeit dafür. Keine Zeit zum Mengen bleiben. Okay, jetzt kam die Phase im Länder rein. Okay, gut. Wüste mitnehmen. Schnell die Wüste mitnehmen. Sitz mal. Okay, ja, jetzt wird die Kältwende schon schwerer. Jetzt über die Landmassen. Schnell über die Landmassen. Und dann. Ich glaube, ich einmal rum. Den Berg da mitnehmen. Und dann ganz schnell zum Vulkan. Genau da hinten. Genau, das war's, wo ich hin wollte. Aber auch gar nicht so lange hier bleiben. Auch gar nicht so lange hier bleiben. Gleich, ja, am besten direkt beim Eis weiter. Dorthin, wo das meiste Landfläche ist. In der Stadt hinten am besten. Okay, ja. Mal der Vulkan, das ist gut. Ganz lang Drehreihspielchen. Gar nicht lang Drehreihspielchen machen. Kehrtwendespielchen, das kostet alles Zeit. Das kostet alles Zeit. Oh, das geht gut. Das tut schon. Am besten auf die Kettwände verzichten, weil das kostet nur Zeit.
Wird der Ball auch lang? Sonst wird der Ball auch langsamer, langsamer. Achso, ja, ich kann das Töpfe sehen, genau. Ah, schade. Hat nicht mehr gereicht. Ich glaube, der Oktopus hat auch nicht mehr leider gereicht. Aber der Run war echt gut, ja. Ist schon ganz nah dran. Er wackelte ja. Aber trotzdem noch ein Tick zu langsam noch. Ja. Müssen 3600 erreichen. Den König aufzunehmen. 3600. Nee, ist ein Taxi hast du geschafft. Aber noch nicht den King. Ach! Habe ich mitgenommen? Habe ich gar nicht gemerkt, weil es war schon auf der Null. Okay, gut. Oh! Ein Zeitstress-Timer. Ich glaube, wenn ich beim ganz großen Ball anfange zu switchen, also prompter Seitenwechsel, wird man einen Soundtrack wählen. Achso, ja. Hab ich jetzt nicht, dran gedacht. Stimmt, mache ich beim nächsten Versuch auf jeden Fall. Mache ich beim nächsten Versuch auf jeden Fall. Schon mal 7 Meter. Das ist schon mal gut in der Zeit. Gehst du langsam hin? Ach, ich darf nicht lange hängen bleiben eigentlich. Ja. So.
Okay, ist das schon mal 3 Meter? Zum Sportplatz auf jeden Fall. Auf jeden Fall zum Sportplatz. Ja, sagt schon, er will zum Sportplatz, genau. Ja, genau, jetzt hier. Das ist noch gerade schon. Schnell! Nimm! Vielleicht mit. Okay, Sumo-Ringer und Zaun. Nicht da lang. So, okay, jetzt gewachsen. Jetzt die Autos. Wirklich schnell. Das geht doch nicht. Mit dem. Ja, das ist schräg, genau. Macht aber auch Spaß. Die einzigen beiden Missionen, die mir noch bleiben, bei diesem chaotischen Werk sind König und Königin aufzurollen. Dafür brauche ich 3600 Meter. Ich muss es in der Zeit schaffen. Fische mitnehmen am besten, die gehen auch nochmal ganz gut größer. Jetzt rauf da. Okay, gut.
Rüber durch. Dana. Okay, jetzt Paris. Alles mitnehmen. Jetzt hier hoch. Und darüber. Gonne mitnehmen. Also viel wie möglich davon. Mitnehmen. Ist noch viele von den größeren Häusern. Die Dinos kosten zu viel Zeit. Schon Fehler gemacht. Ich hätte mich mal. Wobei, doch, geht noch, geht noch. Geht noch, ist noch nicht so schlimm. Okay. Schnell viel zu viel Zeit verloren. Hätte ich schon verloren. Und noch geht das mit dem Seitenwechsel. Rest mitnehmen, Tanker nehmen, glaube ich, auch nochmal ganz gute Größe.
Hier rüber, genau. So. Ich sag mal King Kong City. Ein Flashman auf jeden Fall. Die Schiffe. Okay. Vielleicht bei der Wüste vorbeischauen. Vielleicht mit dem. Na, ja, die Ecke sollte ich, glaube ich, meinen. Die Ecke sollte ich lieber meiden. Wenn ich zu viel auf Vulkan, genau. Fast ein bisschen zu früh hier bei dem Vulkan. Verdammt, die gehen nicht. Viel zu langsam.
Bin ich zu langsam. Ich müsste jetzt schon bei 2000 sein. Der Schlechter. Der ist deutlich schlechter, der Mann. Ne, das ist deutlich schlechter. Das war nix. Das war nix. Das war nix. Das ist immer ein guter Versuch dazwischen. Hey, hey. 3600 in der Zeit. Ach, verdammt nochmal. Jetzt habe ich schon wieder... Habe ich gerade schon wieder vergessen. Ich gehe noch mal raus. Welcher von denen ist es denn jetzt? Welcher von denen war es jetzt eigentlich? King of Queens, ja. Er ist gar nicht drin. So, King of Kings, genau. Okay, as large as possible. Jetzt stimmt der Soundtrack auch. Muss bloß noch der Run klappen. Ich hasse ja Zeitdruck. We'll be right back.
War schon vorne rein zu. War schon vorne rein zu langsam. Echt nice, der Song. Nimm sie mit. Gut, jetzt 3 Meter. Komm schon. Ach, nein, das kostet wieder Zeit. Das kostet wieder Zeit. Schneeballsystem. Man rollt herum und klebt sich Dinge ab. Ziel ist es, eine bestimmte Höhe zu erreichen, ne? An der Kugel. Hoher Stage. Und die Zahl sieht man manchmal nicht. Das heißt, manchmal muss man das auch per Augenmaß schätzen. Wie, also wann man fertig ist. Ist so eine Art Puzzle-Game oder so. Für die King of Cosmos brauche ich 3600 Meter in der Zeit.
die ich irgendwie erreichen muss. Ich darf viel zu lange trödeln. Da die Uhr natürlich. Da die Uhr tickt. Gnadenlos. Das heißt, ich muss schnell wie möglich wachsen. Gar nicht so lange hier und da aufhalten, eigentlich, ja. Ja, mit dem Wasser darf auch nicht passieren, das kostet auch wieder Zeit. Bin ich gerade schon wieder einen Tick zu langsam. Wie die Kugel wächst. Hoch. New York aufbrechen. Vorsicht vom Buckingham Palace. Komm schon runter. Ach, das kostet wieder alles zu der Zeit.
Ach, komm schon. So rüber. Schon mal nah der Büste dran. Den Schiffe mitnehmen. Ich würde ganz schnell erstmal versuchen, ob ich es natürlich ohne Dash hinbekomme. Weil im Grunde die Grundtechnik funktioniert ja bei dem Controller. Und wenn ich es dann mit meinem dann wirklich nicht mehr hinkriege, dann komme ich tatsächlich drauf zurück. Aber jetzt will ich erstmal gucken, ob ich es nicht auch irgendwie ohne Dash hinkriege. Ach, warum hängt er da fest? Okay, jetzt jetzt Landmassen. Was man das da kennt. Ach, verdammt, das kostet so viel Zeit. Das kostet so viel Zeit. Bleibt noch zu oft hängen. Zu früh da. Langsam. Ist auf jeden Fall schon zu langsam.
Ja, es ist das Ziel da drüben, der herumfliegt. Aber eigentlich am liebsten jetzt schon eigentlich 1000 zu haben. Na, über 1000. Nee. Nee, es wird nicht mehr reichen. Nee. Das wird nicht mehr reichen. 30 Sekunden. Ich kann es zwar noch laufen lassen, aber... mir gedacht. Zu langsam. Ich sollte vielleicht ein bisschen Backtracking zwischendurch mit reinmischen. Oder gehe ich mit 5 Metern zum Sportplatz? Vielleicht wäre es ganz gut, nicht direkt bei 3 Metern zum Sportplatz zu gehen, sondern bei 5 oder so. Da kriege ich doch mehr mit. Kriege ich doch mehr mit. Das wäre vielleicht taktischer. Etwas besser. As large as possible, ja. Komm schon, das muss sitzen. Ich glaube, das probiere ich mal. Ich glaube, ich werde mit 5 Metern reingehen. Zum Schauplatz.
Je mehr ich gleich zu Anfang mitnehmen kann, desto vorteilhafter ist das. Vorteilhafter ist das wahrscheinlich. Du sollst auf jeden Fall auch mitnehmen. Sinne mitnehmen. Schild ist mit, das ist schon mal gut. Jetzt die Autos. Jetzt wieder zur Baustelle hin.
Die mitnehmen. Die Container auf jeden Fall mitnehmen. Pizza geht nicht. Die Gondeln auf jeden Fall gleich mitnehmen. Hier Wahl haben wir, es wird langsam abdrehen. Aber unterwegs noch Sachen mitnehmen. Und rüber da. So. Das mitnehmen. Seht die ganzen Häuschen? Vielleicht die ganzen Häuser mitnehmen. Das ist noch zu groß. Jetzt hier oben weiter. Sende. So, die auch, ha. Ist die schon? Ne, noch zu klein, okay. Okay, ja, eine kleine Kehrtwende machen. Jetzt New York. Ja, brabbel, brabbel, brabbel. Wackelt schon, aber noch zu wenig. Hier China haben wir auch mitgenommen. Waldstadt mitnehmen. So, gleich hier rüber.
King of Kings. Awesome. Auf ein Schiff mitnehmen auf jeden Fall. Ganz weit weg von der Wüste entfernen. Die brauchen wir ja gleich. Hinrunde drehen. Okay, jetzt kommt die Landphase. Jetzt kommt die Landphase. Zu lang getrödelt, glaube ich. Mitgenommen. Thank you.
Sony Tokyo. Utaimasu. Utawasete itadakimasu. Ich würde kein Profil eigentlich nutzen sollen für den Run. Langsam. Deutlich zu langsam. Wie früher zum Vulkan gehen sollen. Ich will früher zum Vulkan schon gehen sollen. Oh, ärgerlich. Ich rufe, dass der Soundtrack jetzt wie ein anderer ist, wenn ich das mal wieder neu auswählen muss. Halt. Wäre jetzt besser gewesen, wenn er gespeichert geblieben wäre. Aber es ist auch nicht besonders schlimm. Ja.
Judging, right? Oh, summer dress. Ja, ich weiß, es ist. Reicht für den Sportplatz. Mitnehmen. Jetzt rein hier. War schon mal ziemlich gut. Ich glaube, für die Autofahrt wird man ein bisschen die Technik noch. Nochmal leuchtet uns die Häuser. Wenn ich den Wal mit aufnehmen kann, dann sollte ich Richtung Paris langsam aufbrechen. Was war das gewesen? Ja genau, jetzt sagt er mir, bei der Baustelle in Krimskrams. Pretty nice, ja. Knapp gerade.
Kushi, Red Shimata Osama Jacaret, Sony Toki, Utaima, Utawasit, Utadaki Mars, Ja, gut, jetzt kommt die nächste Phase. Ab nach Paris. Namt. Sind sie erfolgreich mit Bälle? Rollen. Gar nicht so viel Zeit verschwenden, ne? Da ein Fliegergebäude. Nein. Jetzt New York hast du gesagt. Was musste ich da erfahren mit den Controllern? Ja, im Normalfall geht ja der von Speedling bloß halt beim Sprinttakt dann ein bisschen. Der Katamari ist wie Ape Escape. Bisschen schwierig für Controller, die nicht original sind. Wo komischerweise Ape Escape eigentlich noch funktioniert hat mit dem Controller. Echt? Dann hattest du aber da Glück. Ich kenne das ganz anders. Aber gut, ich hatte auch alles Mögliche da schon in der Hand. Bei der PlayStation. Die Köpfe auch mitnehmen, die gehen auch rund. Größer. Ja, die Präsidenten nicht vergessen. Die Präsidenten-Suite hier besuchen. Mit dem Bär. Da stirbt der Bär. Und die Mauer, ganz wichtig, nicht vergessen. Alles ein bisschen noch nicht mitnehmen. Auf jeden Fall dafür, dass du kein Dash benutzt, so stellst du dich sehr gut an. Jo, danke. Kostet zu viel Zeit. Ist gerade eben noch
editiert, also hatte dann Abendessen. War mitten in der Idee einzusetzen, jetzt habe ich auch die Idee umgesetzt. Okay. Muss ja auch wieder mit dem Kram noch ein bisschen wärmer werden, damit der Hauptedit nicht so ultra lange dauert, sondern dass ich dann ein bisschen mehr Gefühl habe. Okay. Okay, jetzt kommen die Landmassen. Am besten. Ich würde die Wüste mitnehmen. Am besten zur Wüste, kurz zurück, einen Schlenker machen, um das Landstück und dann Richtung Vulkan aufbrechen. Ja, du hast ja gemerkt, die kleinen Vulkane geben richtig viel. Sexy wird das, wenn du dann eine gewisse Größe bist, dass du die großen auch noch mitnimmst. Aber ich meine, dass der so um die 2000 braucht. Sein, dass es ein bisschen mehr ist. Hast du Fujiyama eigentlich auch mal aufgerollt? Okay, gut. Vulkan, wo ist jetzt von der Richtung aus? Ja, ich meine geradeaus. Okay. Na, jetzt hast du auf jeden Fall den großen Wal gefunden. Das hättest du nicht aufbauen. Nee. Na egal, ist ja auch nicht ganz falsch. Gibt sowieso später verlaufen ein bisschen zu wenig zu holen. Ach, ihr habt da bei der Insel. Kostet Zeit. Vorne. Schön gründlich alle Berge mitnehmen. Also Vulkane in dem Fall. Du hast gemerkt, die Eissachen geben auch irgendwann mal richtig voll, richtig viel. Da musst du noch ein bisschen wachsen. Genau die zwei Malaysia-Pübbel mitnehmen, Leute. Zwei New Yorker-Pübbel hast du ja schon längst. Hat mich gerade voll mitgerissen. Oder umgelenkt. Ich glaube, der hat dir den Twist in Katamari jetzt gegeben. Wenn du größer bist, bist du besser dran, wenn du vorwärts rollst. Genau, die Eissachen mitnehmen. Geben richtig schön.
Krieg der Stadt nicht vergessen. Weißt du es nicht? Mit der Ritual. Schade, nicht mal die 3000 erreicht. Ist aber auch knifflig. Das ist echt, ja. Wenn du den King aufgerollt hast, ich habe schon die Musik gesehen, die du auch auswählen kannst. Das Arrangement da. Ah, okay. Ja, das wäre vielleicht ganz gut gewesen, am Gamepad zu fragen. Das wäre wirklich von Vorteil gewesen. Wobei, das mit dem Dash muss man ja auch erstmal ein bisschen einüben. Geradeaus dashen kann jeder Katamari. Damit in der Gegend rumflitzen, ohne irgendwie ständig gegen was zu krachen, ist schon ein bisschen eine Kunst. Aber wenn man es hinkriegt, ist man deutlich schneller. Einmal hat es ja zwischendurch geklappt mit dem Dash. Einmal? Geh bitte am Arsch. Ich denke, zu Anfang heute die 3000 schon mal erreicht. Oder war das eher eine 2000 gewesen? Was ich erreicht habe, waren 3000. Nee, bei mir heute am Anfang war das ein 2 und dann 3000. Hab ich gar nicht drauf geachtet, ob da jetzt eine 2 oder eine 3 stand, aber du hast irgendwie was im 2er Bereich. Okay, dann war es eine 2000 gewesen.
Ich glaube so 2600 oder sowas hast du geholt. Dann ist da momentan der Rekord. Bin gleich wieder da. Ja. Hallo, es sind Chichiro. Auch neu. Wollen die mir mitnehmen?
Hoch da. Hier lang drüber. Fische mitnehmen. Haben wir New York dran? Ungünstiger Moment für den Dialog da dran. Noch zu oft hängen da unten. Eigentlich schon viel zu langsam. Es war in dem Moment viel zu langsam. Es war kein guter Versuch. So, wieder da. BB. Ich bin halt faul, deswegen bin ich halt so ein Blutzucker, keine Ahnung. Lol. Das Pokémon mit Diabetes. Mach denn deinen Videoschnitt? Ging heute gut voran. Ja, ja. Oh, Summer.
Aber es ist sehr viel zum Schneiden. Naja, dein Mammutprojekt braucht natürlich Arbeit. Mal gespannt, was es wird, was du daraus gedacht hast. Ich sitze gerade immer noch an einem Nebenprodukt davon. Es ist einfach so absurd groß. Pack ich die 36 ein. Was ist mit Snorlax oder noch bessere Laxo? So, Vollgas bin ich auch gespannt, das, was sich Kolja gewünscht hat im Spiel. Das ist ja so ein, glaube, Road Adventure. Point and Click. Okay. Also auf Biker-Manier. Bin immer gespannt. Vollgas ist das ein deutsches Spiel. Geht aber so. Er hat ja gesagt, er will unbedingt dabei sein, wenn ich das streame. Okay. Und was hier nachkäme, wäre ja Monkey Island 2. Wann kommt Monkey Balls? Nach Monkey Island ist die Frage, also entweder Black Mirror 2 oder das andere, was ich aufschrieb. Oder erstmal dieses Vollgas. Weil das spiele ich doch immer, nachdem ich ein Müsli gegessen habe. Die Bahn im Schiffsteil, gut. Ich bin jetzt auch schon ewig lang über Bahn gefahren. Die Gruselmucke ist mir zu laut im Ohr. Ah, okay, einen Moment. Das heißt, eigentlich Full Throttle, also Vollgas oder so, ist ein, ja, Road Adventure Point and Click. Um so eine Biker-Story. Dreh ich das mal eben runter. Ich hoffe, Herr Steele geht's morgen gut. Morgen ist ja Borderlands, kann das sein? Ja, das hatten wir verschoben. Letztens. Ist das schon morgen? Oder bin ich jetzt durcheinander gekommen? Das sollte dann morgen stattfinden.
Vorausgesetzt natürlich das Deal fit ist. Wenn nicht, was machen wir dann? Dann machen wir Mario 64 weiter und so. Okay. Was ich da noch hatte. Wäre auch noch nicht fertig. Ja, ich glaube in der zweiten Etage oder so. Funktioniert das nicht, WTF? Ey, wie ist es hier? Jetzt die Bambus-Scheiße hier mitnehmen. Komm schon! Ich habe mir gerade schon die Frage, ob ich das ohne das schaffen werde. Probier, ich mach's gerade mit. Dreh dich, Schatz! Ball! Ball, Schatz hier! Der Schatz der Bälle. Ah! Na los! Ach, ich fass mich an. Komm jetzt. Fetter. Komm schon. Hoch mit dir. Hallo. Diese Blöde. Es ist zum Mäusemelken gerade. Wieder hoch. Würde mir auch teils schneller bei ihm wünschen, wenn er hoch, dass er hochgehen würde. Er will schon wieder talken hier. Modern Talking hier mit dem King. Aber nicht stehen bleiben, du feuchter Dreck, du!
Eine Dino Crisis hier aufrollen. Oh Mann, nicht immer rum. Ich dreh dich doch. Nicht immer übers Ziel ausschießen. Ja, ich weiß, was du meinst. Mit nicht über das Ziel hinausschießen. Stuck teilweise einfach. Ja, wenn du festhängst, das ist ziemlich ärgerlich, ja. Doch nicht, Alter. Ja, Loding, dein Arschloch lädt. Hau ab. Muss geändert werden. Jedes Arschhaar mehr als 1000 Polygone. Bleib doch da! Ey, Mann! Ey, du Arschloch! Nimm doch die Bürste mit, du Sandscheißer! Hast du Sand in deiner Böse? Komm jetzt, roll darüber! Ah! Drücke 1000 Mal, es passiert nichts. Das erinnert mich immer an meine vergangene Klo-Story. Moskau, da brauche ich nicht hin. Nehmt den großen Dildo aus dem Vulkan damit, der da erschienen ist. Fliegt mit dem zum Mars. Langsam das Ganze. Oh,
Moschkau! Ohne Mosch nix los bei der Kau. Das ist bald die Welt, die Kuh-Mission. Die Kuh-Bär-Mission. Okay. Ah ja! Trotz nicht mit Regenbogen voll. Nicht drehen, wenn ich weg möchte. Aber jetzt. Wenn ich dahin. Ah! Bei der Gegend durchfliegen. Ne, das kriegt man das nicht hin. Ah, verdammt! Mach einen Stagewechsel. Bisschen Abwechslung, hä? Ja. Kragen mit, komm! Ich bin mir sicher, da wo die 2000 ist, hätte ich eigentlich schon 3000 hätte haben sollen. Zu der Zeit. Auf ETF, Alter. Er trollt mich einfach. Komm her! Ja! Geht's hier ab? Du bist in der falschen Not hier! Da auf den falschen Planeten. Natürlich wieder klar. Ich glaube. Sieht nach Rekord aus. Wenn ich jetzt dran halte. Naja, wobei. Es ist nicht gerade überraschend, gerade zu sehen, was die meisten natürlich spielen. Auf Twitch. Verdammt, das hat nicht gereicht. Ja, was wird denn gezockt? Arceus Legends zockt natürlich die meisten. Das
Was ist denn das für ein Charakter wieder? Ach, das Pokémon, was heute rauskam. Sagt natürlich die meisten. Ach stimmt, Sam wollte ja noch ein Video dazu machen. Da bin ich mal gespannt. Überwiegend. Oh, das sieht so falsch aus, Alter. Überwiegend auch die. Ey, wenn du beide keine aufholst, Alter. Kriegst so ein Bild zu sehen, Alter. Ja, natürlich keine Spoiler zu Arceus Legends. Keine Spoiler. Nur Boiler. Ja, ich habe das Spiel auch noch gar nicht gesehen. Vielleicht ein paar Vorschaubilder oder sowas, wobei es hat sicherlich großartig. Keine Ahnung. Ich will noch so ein bisschen den Chris Carrillo im Blickfeld. Aber der Stream ist stumm geschaltet. Den Support hier auch gerade nebenbei. Gut, ich habe ihn gerade nicht offen. Ja, ich gucke ihn ja über Holystream. Den ich ja zuvor schon supportet habe. Ich habe auch wieder reingeschaut, war der Lurkrax. Lurking Seele. Der wird auch richtig gut supported gerade, der Chris Carroll. Das ist der zweite Stream von ihm insgesamt schon. Läuft's ganz gut. Ich bin voll, aber locker über 10, 12. Sogar schon mein 15. Wenn ich so überlege, wie viel ich für die ersten 10 Abonnenten auf YouTube gebraucht habe. Ah, ich habe auf jeden Fall vor. Was da nicht gerade so Sommer 2013 so relativ lange gebraucht dafür. Ich habe auf jeden Fall vorgenommen, dass ich ja. Ich freue mich natürlich für ihn. Wenn mein Support blendet ist, dass ich dann. Ich möchte auf jeden Fall Stiebel supporten. Ich will, dass ein paar von uns ein bisschen eine schöne Community aufbauen. So ein paar hundert, ein paar tausend, keine Ahnung. Weiß ich gar nicht, wie die Zahlen am Ende aussehen. Aber es kommt ja nicht auf die Zahl drauf an, sondern eine schöne Zeit zu haben. Eine schöne Zeit mit der Community. Ja, schon sexy. Ja, entspannt mit den Zuschauern kommunizieren. Nebenbei halt entspannt zocken. Ja. Ah, die Fahrräder möchte ich mitnehmen. Ich gebe Fahrraddiebchen. Wo wir gerade schon bei sind, wie geht's euch denn so heute? Heute ganz gut tatsächlich. Mir hat der Edit Spaß gemacht. Hab hier und da was Lustiges einbauen können. Zudem tut mir die eine 4-Tage-Woche auch deutlich besser. Okay. Und es ist natürlich auch besser zu merken, wie leicht es sich plötzlich an, wie leicht es sich anfühlen kann, wenn man nicht der hart depressiv ist und zur Uni geht. Fühlt sich gleich sehr viel einfacher an. Trotz Corona. Also der Maßnahmen.
Jetzt auf einmal kannst du es mitnehmen, du Arsch! Oh, das war ein Wasser. War, glaube ich, ein Wasserlevel. Das ist so ein ermüdendes Wetter momentan. Nicht ermüdend, eher so richtig unangenehm nasskalt, finde ich. Das geht auf die Knochen. Wo sind meine Videos gerade? Oh, ist ein überlebter Stechvieh. Ich habe im Januar in Deutschland eine Stechmücke erschlagen. Fühlt sich hier immer heimischer, die Kacknasen. Übrigens ist das Level, wo du drin bist, fühlt sich erst mit dem Dash gut an. Und mit dem Dash bist du so viel schneller. Das glaube ich. Weil du hast ja auch keinen Widerstand. Du kannst dir durchdashen wie nochmal was. Schreit nach einem neuen Stream mit Originalcontroller. Hätte ich sogar zustimmen. Disco war nicht zustimmen. Hast du auch ein bisschen besseres Gefühl? Macht schon Unterschied bei dem Spiel. Ja, definitiv. War das doch mit dem Sprint besser? Ja, doch, das ist ein anderer Kopf. Ich bin auf Starfast gekommen, lol. Ja, doch, mit dem anderen wird das besser. Okay, dann wechsle ich mal kurz auf Brad Back und machen wir erst Martin. Ja, doch. Machen wir schon mal die Affeninsel. Was sind Monkey Island 2? Jetzt? Naja, mit einem anderen Controller vielleicht doch besser. Naja, du kannst jetzt noch die ganzen anderen Levels mal besuchen, weil du bist ja jetzt schon ein bisschen affiner in dem Gameplay. Sehr viel affiner, würde ich behaupten. Hallo? Ja, oder so. Spiel hat ja einen sehr hohen Wiederspielwert. Genau aus diesem Grund. Du wirst ja immer ein Stückchen besser. Und du wirst 100 pro jeden von dir aufgestellten Rekord von dir knacken können. Genau aus dem Grund, weil du schon ein bisschen affiner in dem Gameplay bist.
Ja, jetzt sogar nach 4 Streams sollte es eigentlich der Fall sein. Du kannst in den anderen Levels nämlich auch sehr viel größer werden. Mich tatsächlich mal von diesem Speedlink-Controller irgendwann trennen. Gegen den richtigen austauschen. Hallo. Gut, dass die unsichtbare Wand da ist. Ich freue mich selten über unsichtbare Wände in Videospielen, wisst ihr? Aber wenn sie mich davor bewahrt, 20.000 Kilometer weg von meiner Route zu fliegen, dann bin ich doch ganz froh darum. Oh la, wie jetzt zum Beispiel. Na, du gehst ja gerne out of bounds. Wie geht's bestens? Er hat mir eine Pizza spendiert. Das ist nice. Das ist nice. Ehrenfrau, Say. Ehrenfrau. Das ist ja super. Oh, ich bin immer noch so voll gefressen vom Abendessen. Ich habe eigentlich Tiramisu mit. Das Nachtisch. Aber... ich hab das so angeschaut, hab beim Magen, hab Nein gesagt. Passt nicht mehr rein. Oh ja, sexy, die Rente. Ich glaub, Tiramisu hab ich brutals gegessen. Es gibt ja verschiedene Versionen von Tiramisu, aber das Original ist halt mit Amaretto und sowas und Mascarpone. Und Kaffee, das ist eine richtig geile Kombi, finde ich. Du meinst ja mit dem Pulver, das mit diesem Pulver, ja, das drauf. Ja, da kommt doch Kakaopulver drauf. Genau. Das hab ich die Woche gekocht. Pute war das, glaube ich, ja. Hab ich die Woche gekocht. Kann man auch gut selber machen, finde ich. Das ist leichter, als man meint. Give me the Vulcans! The Vulcano! Oh, was konnte ich zeitweise extrem gut. Ich hab dieses diese Art Mascarpone kriegen konnte ich teilweise echt, ja. Ziemlich gut. Ich bin jetzt zwar kein Meisterkoch, wirklich nicht. Aber ich krieg einen schönen, scharfen Chips-Dip hin. Der schmeckt auch sehr viel besser als die, die man kaufen kann. Und ich weiß auch, wie man den aufdickt, dass der schön an der Oberfläche der Chips kleben bleibt. Das ist so, ja, du nimmst einfach Stärke in Form von zum Beispiel Mehl. Natürlich nicht so viel, da sonst wird es doch ein bisschen mehlig. Weil das nicht hier immer so schlimm wäre. Ich mag ja diesen scharfen Ketchup, den es der Bollo gibt. Scharfer Ketchup? Wo? Wie das? Scharfer türkischer Ketchup gibt es der Bollo. Meine ich mal probiert zu haben, aber... er war nicht sonderlich scharf. Aber gut. Ja, deine Scharfkanzel ist woanders, das weiß ich. Ich habe das gemerkt, als ich da in der
Klinik war, habe ich auch eine Tüte Habanero-Chips dabei gehabt. Ja, eine wollte mal probieren und jetzt kommt jetzt kaum mehr Luft bekommen. Okay, ich glaube, dann will ich wirklich nichts probieren. Probieren geht über Studieren. Schärfste bisher war die Currywurst in Düsseldorf, war das oder so. Düsseldorf hat ja, und in Berlin hat es nochmal schärfere als in Stuttgart. Wir haben hier bloß maximal 1 Million. Habe ich aber auch noch nicht gegessen. Muss ich mich wieder rantasten. Ist halt auch wieder ein Sprung bis von der Habanero. Ja, irgendwo soll auch ein sehr scharfer Curry da an sein. Also wenn du mal bei mir bist, dann können wir da gerne mal einen Ausflug machen. Kamera mitnehmen und dann erstmal die Challenge da machen mit der Currywurst. Ah, Mist, die Krake ist die Spawn. Mein Vulkan hier. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, aber ich glaube, ich habe hier einen gigantischen Lauf. Was für Zeug gibt's hier? Ja, scharfes Zeug gibt's hier genug, das stimmt. Ah, da ist er. Ich bin ja froh um die Habanero-Chips. Das sind endlich mal Chips, die vernünftig scharf sind. Wo ich auch was merke. Aber ich finde schön, dass Kohli das noch wusste mit dem Riechen, wo wir da gewesen sind. Das war ein toller Grieche gewesen. Oh, ich liebe ja so Gyros-Pfanne. Mm. Wobei, muss ja nicht einmal Pfanne sein, das kann auch im Patty sein. Haben richtig guten Gyros gemacht, aber haben leider irgendwann mal sind sie umgestiegen. Die Spieße waren zwar auch lecker, die sie dann gemacht haben, aber ich fand das dann halt doch schade, dass sie den guten Gyros nicht mehr machen wollten. Aber es ist deren Entscheidung, das zu machen. Leute, ich werde wirklich meinen Rekord knacken. Ey, ich sehe nichts mehr vor lauter Sprachtext und Katamari hier. Ich sehe gar nichts mehr. Ey, 12.000 Objekte. Die Wolke. Ach, ein neuer Charakter. Ich finde keine Objekte mehr. Das ist nicht so vorteilhaft. Hat also die Schattenwelt schon erreicht, wie scheint. Der gute Chris Carroll. Ich fand es mit dem Wurm war so legendär letztens. So legendär. Dass sich da mit dem Wurm abgemüht hat. Da,
Das war ein feierlicher Stream. Ich hab dich ja mal die 3600 voll gemacht. Obwohl das eigentlich schon riesengroß ist. Ich hab noch nie wen gesehen, der in Zelda 3 so auch beim Wurm abgestürzt ist. Ich finde, beim Wurm kann es mal passieren, dass man mal runterfällt, ja, aber das ist ja halb so wild, aber 15 Mal? Er hatte richtig dann, Pech. Da war ich dann schon ein bisschen baff, aber ich war bespaßt. Das war legendär. Oh ja. Ja, ich war innerhalb von 9 Minuten 20 dieses Mal. Hatte ich die 500 Meter schon. Das ist nice. Boah, knack ich da die 2220. Ich habe am Montag nochmal nachgeschaut, wo der Fehler war. Und das Wegrennen war schon richtig gewesen. Aber ich stand nur ungünstig. Bei der Story of Humans. Das heißt, ich weiß, wo ich Montag, wenn ich mich so um der Start hinzugehen habe, damit das passt. Aber im Prinzip war ich schon nah dran, die Mission zu schaffen. Man scheitert meistens kurz davor. Aber ich sah, ich bin bei der Hälfte des Spiels etwa angekommen. Etwas bei der Hälfte. WTF, Alter! Das sind auf jeden Fall zwei PS2-Perlen, würde ich schon behaupten. Das sind gute Spiele. Und lustige. Ja. Ziemlich crazy, das Spiel. Sind beide crazy Games, wenn du es dir so überlegst. In dem einen gehst du mit der Analsonde auf Jagd. Und hier rollst die ganzen Leute auf. Also ein richtiges PS2-Mars-Attack sozusagen. Vor allem die Entwickler haben ja auch echt Humor. Du kannst ja so endlange Scheiße da freischalten. Das ist auch Gold wert. Die haben da noch so richtig viel Zusatz-Content rein. Also so... ja, so Zeichnungen, frühere Modelle, so Ideen, aber teilweise auch so richtig random Zeug, das einfach nur lol ist. Sogar eine Art Podcast oder sowas ist dabei.
Aber mich nicht voll! Ich sehe doch nichts! Gut, dass Banshees im echten, im Real Life keine Sprechblasen haben. Könnt den ganzen Tag nichts mehr sehen. Ja, das ist nervig, dass der König den Schein voll labern muss. Ja. Das ist wirklich nervig, ja. Nein, das geht doch nicht. Objekte mitgenommen. Ah, es reicht leider nicht ganz. Nintendos Vorschau anschaue, da ist gar nicht mal so viel Interessantes dabei momentan. Was mich betrifft. Außer vielleicht, dass ein neues Kirby rauskommt. Okay. Ansonsten bislang nichts groß, was mich hypt. Nichts Interessantes wäre Horizon 2 Forbidden Rest oder so. Ach ja, es war mit dem Kometen das. Das was Buntes von Ländern habe ich ja noch nicht. Das ist schon ziemlich groß. Ja, Rekord geknackt. Ganze ein und fast 21 Zentimeter. weg mit dem Scheiß. Jetzt will man, dass ich 5 Planeten mache hier, Leute. Big Mac 5 Planeten. Wenn ich mal in Berlin bin, müssen wir auch mal so eine scharfe Currywurst essen. Wird bestimmt lustig. Das können wir tun. Gibt's ja bestimmt einen Laden irgendwo dafür. Nehme ich erstmal die Kamera mit.
Ja, aber unbedingt davor schön fettreich essen, sonst geht's zu sehr auf den Magen. Ich bin ja relativ ein Freund von scharfen Zeugs. Hol die ja nicht mehr. Nee. Mein Dad übrigens auch schon länger nicht mehr. Er war da früher auch begeistert. Ja, meiner mag auch kein scharfes. Hat was mit der Puperze zu tun. Ah, verdammt, ich hänge! Was? Ich, wenn du so richtig fettig davor isst, dann geht das. Dann macht der Magen kaum bis keine Probleme damit. Und wenn es, sagen wir mal, eine richtige Schärfe ist, dann brennt das irgendwie am Arsch nicht mehr, aber dafür halt beim Pinkeln. Aber damit kann ich noch leben. Am After tut es halt richtig weh. Das ist das richtig unangenehm. Oh lol, geht hier. Oh, Saka! Den V habe ich ja schon. Bist du sarkastisch drauf? Der Saka muss. Oh. Ja, ich wollte gerade sagen, die Rohre kannst du mitnehmen. Verlegen. Oh, diese Autos. Ein Weg, um Donkey besser zu werden, ist dass es jeder von uns wahrscheinlich mal durchspielt. Wo besser, wie was? Katamari? Donkey Kong. Ach so, ja. Das, wo Bisher habe ich wir noch nicht, bisher habe ich es noch gar nicht durchgeschafft. Gib's zu. Viel zu inkompetent dafür. Sollte ich es tatsächlich irgendwann mal angehen, dann könnt ihr eigentlich euch sehr sicher sein. Das wird ein Abend voller Rages. Am liebsten Originalspiel natürlich, ja.
Was ich ja beim zweiten theoretisch auch kann. Und der erste fehlt mir halt. Ich fange ja gern bei solchen Geschichten eigentlich von vorne an. Was ist mit Cranky Kong? Mit dem musst du dann anfangen. War das nicht jeder dritte oder so? Nein, ich meine tatsächlich das, was vor Donkey Kong Country Returns war. Das Donkey Kong. Bitte Jumpman. Weiß noch, dass sie eine Inspiration für. Ja, das King Kong hat die Inspiration für Donkey Kong. Ja, ich hab das so letztens Sprites gefunden. Alter, ich wollte mir am liebsten einen rufen. Ich habe mich schon gefragt, wie ich das machen kann. Aber dann kam das einfach wie gerufen. Das kam wirklich wie gerufen. Ich finde diesen Affendance-Sprite von Cooley echt genial. Dieses bunte. Hier gehe ich mit zweiter Animation auf. Einfach die Diddy-Sprites sind unterschiedlich einfärben und nebeneinander. Gleich als Videosequenz. Farbpalette immer wechseln lassen. Als Airflate würde ich es ja quasi hinbekommen, wie bei Cooley. So was einzufügen. Ich muss immer an Affen denken, wenn ich das Wort lese. Wow. Wem? Erzähl jetzt. Inwiefern Affen? Ja, die ersten drei Buchstaben. Ach so, Affe, ja. Affiliate, ja. Weiß nicht, bei YouTube gibt's ja das, glaub ich gar nicht. Aber da gibt's dafür irgendwie andere Sachen. Oh, so weit aus der Strecke rausgepfeffert worden. Darfst du nicht so gut sein? Nee. Ja, passiert schon wieder. Da sind bestimmt jetzt neue Objekte dabei. Na, da sind bestimmt neue Sachen dabei.
Nein, nimm die mit! Okay, Carol den Blind, hat den Blind Dungeon erreicht. Es gibt Blind Dungeon. Ach, den mit der Statue und dem Teil davor. Ach so. Nicht blind im Sinne von blind zocken, sondern im Sinne von Boss, ja. Beziehungsweise ich habe ihn ja Flint genannt. Aber irgendwie ist das. Es hat was damit zu tun, habe ich das Gefühl. Hat das auch, ja. Einer heißt Flint und der andere heißt Blind. Was überlegt, wie du reinkommst in den Dungeon? Das war so doof. Ich hab das sogar davor gemacht. Ich hab gezogen, aber nicht lang genug. War so beschissen. Glaube ich. Aber ewig lang rumsuchen, wurde eigentlich für gar nichts. Wurde für das, was man eigentlich schon längst getan hat. Nur halt Bruchteil länger. Bin so irgendwie in deinem zweiten Monkey Ball Touchscreen Stream mit einem das gleiche Level wieder und wieder. Schon eine ganze Stunde oder so. Ja, so ging es mir am Sonntag mit dem einen Bereich. Nein, Half-Life 2 ist ja das was anderes. Monkey Balls ist das halt. Du siehst das halt noch öfter. Wenn du Pech hast. Und ich hatte sehr großes Pech mit dem Emulator, weil die Slowdowns wirklich dazu beitragen, dass das Spiel sich ganz anders anfühlt. Ganz anders reagiert. Da wird es im falschen Moment schneller. Und schon bist du unten. Irgendwie nur noch rot gesehen bei den Helikoptern. Ich bin über den Raketenwerfer ausgehört. Das hält so, als das Pokémon-Spiel vorbeibringen. Sie will drüber reden, will mich aber
Nicht spoilern. Ja, das kann ich machen. Ah, den Backe hättest du noch mitnehmen können, aber ich habe trotzdem meinen Rekord. Ich habe die große Hütte auf dem Berg endlich mal mitgenommen. Wollte ich mir dieses Spiel sowieso erstmal selber anschauen. Ich habe momentan noch genug selbst vor. Nächstes Wochenende startet ja dann Mafia. Akis Mafia-Karriere, gestern war gestern. Ich hoffe, ich kann das Spiel diesmal durchspielen. Ich hab das Originalspiel nicht geschafft durchzuspielen. Okay. Weil das Original Mafia kann sehr gemein sein. Da hat er doch mal schon recht. Siehst doch teils nicht, wo die Gegner herkommen. Aber das siehst du in anderen Spielen ebenfalls nicht. Ich habe alle meine Spiele durch. Ist auch mein Prinzip. Bei Mafia das Original habe ich nicht mal eine Stunde lang geschafft. So schwer? Das ist knackig. Mein Bruder hat's mal. Doch, mein Bruder hat's geschafft. Nicht schwer, aber es hat ein paar sehr miese Patenten drauf. Aber die Story ist echt genial. Ja, das war auch meine zweite Schande. Ich habe ja das Final Fantasy VII Remake gar nicht durchgeschafft. Ja, verdammt! Ernsthaft, so ein Pylon? Kann er nicht despawnen? Bei den 2-Stunden-Fight mit deinem Rappen, da bin ich fast eingepennt. Welchen 2-Stunden-Fight? Ich hoffe, ich kriege mit Chrono Trigger noch ein bisschen mehr RPG-Erfahrung auf meinen Weg. Das ist ja auch eins von diesen All-Time-Classics RPGs.
Ich meine. Ach so, ja, doch. Ich weiß. Ich weiß, welche Weapon. Grandi hat mir Stevel auch empfohlen. Ach, die. Das sind bunte Statuen. Ja, immer her damit. Grandi habe ich auch nicht abgeneigt. Ach so, ja, Ark. Genau. Die habe ich noch gar nicht berührt! Okay, wurde gerade. Genau, das PS2, genau. Okay, Rule hat jetzt anscheinend Blended erreicht. Okay. Ich hoffe, dass er gespeichert hat. Diesmal. Nee. Auch so ein Epic Fail mit dem Save State da. Bei Kill Rule. Gegen Ende. Ja, ganz vergessen, dass da Bärstatuen sind. Doof, die Mission. Gut, dass es ein Schwein war. Sieht ein bisschen immer ähnlich aus. Ist jedenfalls viel getan bei dir, seitdem du auf die nicht zurückgekommen bist. Bei mir? Ja. Definitiv ist viel passiert. Es wird sehr viel mehr noch dieses Jahr passieren. Wie ist denn so momentan das Empfinden jetzt so mit dem neuen Leben nach der Klinik? Besser. Also ich habe jetzt Tagesrhythmus, ich kann endlich mal Dinge wieder bewältigen, die ich mir vornehme und nicht immer unzureichend. Ich musste wirklich kämpfen, meinen Erwartungen überhaupt gerecht zu werden und die waren nicht höher gestellt. Hast du wenigstens Internet gehabt? Wort? Ja, hin und wieder. Aber auch nicht. Kam drauf an. Also, wir haben WLAN bekommen.
war ich auch irgendwo halb froh drum. Das glaube ich dir. Weil es waren ja schon ein paar Monate. Ich wollte gerade... Verdammt, den habe ich doch gar nicht eingerollt. War ja noch bunt. Oder waren das, oder waren es 6 Wochen gewesen? Es waren 6 Wochen. Okay, es waren 6 Wochen, ja. Das ist bislang ein positives Jahr. Ich hoffe, das bleibt doch so. Ja. Wäre auch besser so. Ach komm, nochmal die Sweet Meadow. Weil ich habe ja sowieso schon alles da eingesammelt. Den war ich schon lang genug erfolglos auf YouTube. So kann man es ja auch wieder sehen. Wäre auf jeden Fall sexy, wenn da was entsteht. Ich bin gespannt, was dein Ultra-Video da dir bringen wird. Bin gespannt, wie es am Ende aussieht. Also ich weiß ja ungefähr, wie es aussehen wird. Aber wie es dann im Komplettpaket richtig fertig zu sehen ist, wird wahrscheinlich ein geiles Gefühl sein. Wie so ein kleiner Film wird das sein. Könnt ihr das, wenn du in Deutschland die 1000 Abo-Marke knackst? Ich spreche von Erfolg, wenn das Video innerhalb eines Jahres die 1000 Views knackt. Nein! Oh, ja, nimm das Boot wenigstens mit. Elefant. Elefantös! Diese scheiß Pylone! So winzig klein, du übersiehst die Scheißteile einfach. Ah, da bin ich doch gar nicht. Wenn ich mich im Sitzen so schnell bewegen könnte, Alter. Ja, dann... Dann bin ich der Weltmeister im Arschrutschen. Definitiv.
Nein! Was? Dahinter! Die Arschlöcher! Vor allem mit Deep Level gibt es doch so viele Objekte, die habe ich noch gar nicht aufgerollt. Aber ich will die Objekte gar nicht aufrollen, weil dann immer die Mission beendet ist. Das glaube ich. Müsste ich immer wieder neu rein. Für jeweils ein Objekt. Ja, toll. Kann jemand mal die Pylone hier entfernen? Mann, ich vergesse immer, wo die stehen. Danke, dass du die Hälfte stehen lässt. So habe ich mir das erträumt. Weil ich gerade nachher noch ein, zwei Missionen und gucken dann K-Rool. Oder was meinst du? Ein Stream? Ne, ich meinte, machen wir noch ein, zwei Missionen und gucken dann K-Rool. Okay. Ja, können wir machen. Sehe nichts, das ist immer sehr gut. Wenn man nichts sieht, macht man meistens alles richtig im Videospiel.
Ja, doch die ganze Wappenschuhe hergelaufen. Den dann glaube ich auch mal in meinen Hosting hinzufügen. Ich denke mal, das kann der Junge gut gebrauchen. Ach scheiße, mein Handy ist ausgegangen, ist aber gar nicht gut. Oh, richtig Schmarrenteil. Wir bin schon sehr viel Highlights dieses Jahr. Das sind schon mindestens 12 Clips. Wie viel gibt's denn normalerweise im Jahr? Also in einem Mord auf jeden Fall. Verdammt! Relativ weniger. Das ist schon ziemlich viel für einen Monat. Gucken, wie viel jetzt hinzukommen. Wenn es tatsächlich, wäre es angenommen, pro Monat 12 Clips, das wäre schon. Das wäre schon eine Menge. Ja, dann hast du ja 144 Clips. Da ist was zu machen. Oh, Alter, ich bring alle Beeren auf der Welt um. Dann gibt es hier keine mehr aufzurollen. Weil die Überreste kann man ja auch noch aufrollen. Zur Not wird's ein Zweiteiler. Oh, Mann! Oder schneidest halt mehr. Du machst die Geschwindigkeit auf. Keine Ahnung. 110% oder 125%. 125. Na gut, die Clips sind ja schon geschnitten. Wenn du auf mal 125 machst, wenn du ein 5-stündiges Video hast, das wird dann nicht mehr 5 Stunden lang sein, sondern ist dann nur noch 4 Stunden lang. Das macht schon einen Unterschied. Ich bin gespannt, wie lange das Best of wird. Das Vorletzte war relativ kurz gewesen, ja. Da gab es echt nicht sehr viele Highlights. Das vom letzten Jahr, da war ich schon wieder zufrieden, ne? Da war mehr dabei. Aber definitiv mehr dabei. Vor allem, weil ich teilweise auch random Glitches irgendwie hinbekomme. Der Lachs färbt ab. Ich mache teilweise nicht mal was. Die Glitches kommen ja einfach so. Ich finde das lustig. Jetzt am Montag zum Beispiel, also letzten Montag. War zwar eine frustreiche Stelle, aber dann wusste das Game das Eis zu brechen, dich wieder
abzuholen. Ich wusste erst gar nicht mal, what's going on. Hey, das ist ein Pigman. Auf einmal bin ich tot und der Charakter ist da. Am Abheben. Du bist da wirklich... Es hat halt wirklich alles gestimmt in dem Moment. Ich bin gestorben, Cutscene, und plötzlich liegt der tote Charakter im Himmel. Das liegt halt daran, dass du, als du wirklich den Shot bekommen hast, ist die Sequenz eingeleitet. Ja, ich habe in der Sterbeanimation die Sequenz eingeleitet. Dementsprechend muss ich wohl irgendeinen Glitch ausgelöst haben. Ich habe eigentlich nicht mal was gemacht, ich bin einfach nur gestorben. Oh, das letzte Sonntag, das war auch so feierlich gewesen. Was aber Half-Life 2 abging. Aber... das war ja schon kein Glitch, das war reines Rotsehen. Dann nur noch. In der Passage. Lol. Würde aber auch zu den Spielfehlern, zu den Bugs zumindest zählen. Na, wobei, da war es kein Bug gewesen. Ich habe mich ja über den Raketenwerfer. So. Ah, Polarbären sind ja auch Bären. Ich habe ganz vergessen, dass das auch Bären sind, Leute. Ja, passieren manchmal echt lustige Dinge. Den Rest habe ich natürlich, also was danach kommt mit dem Prison, habe ich natürlich ohne weitere Saves weitergespielt. Nach dem Prison kommen noch mal so ein, zwei Stellen, wo du vielleicht hängen kannst, wenn die eine Stelle schon... Aber alles gut machbar. Hä? Was? Das Vieh ist in mich reingelaufen! Es hat... Lass mich raten, ich brauche nochmal den Rocket Launcher. Ja. Für diese Stellen. Oh nein. Also du brauchst definitiv Rocket Launcher. Auch zukünftig. Oh, das habe ich in deinen feuchtesten Träumen habe ich das aufgeräumt. Aufgerollt. Ich schätze mal, es fliegt, was da auf mich warten wird. Wie? Teilweise ja, teilweise nein. Also, aber es frisst ordentlich ein paar Treffer. Das war ja auch so ein Ding. Es mussten ja unbedingt zwei Helikopter sein. Helikopter sind nicht aber so schlimm. Ich hab sogar probiert, zwischendurch eine Pause zu machen. Um mich kurz abzureagieren. Und irgendwann dann instinktiv gesaved nach diversen Toten. Ja, yeah. Fast reingerollt. Nochmal abspeichern, dann okay. Ja,
kriegen wir es nächstes Mal, denke ich mal, mit einem besseren Controller hin. Das Spiel. Das macht schon einen Unterschied, ob du dashen kannst. Ja, wenn man den Sprint beherrscht, dann ist das schon deutlich schneller. Also du kannst eine Steigerung von über 50% erreichen. Wie tief? Ja, morgen ist wieder. Nein! Nein! Diese Mistviecher sind einfach überall! Ah, jetzt bin ich auch noch auf Yes gekommen! Oh, erstmal Eier kraulen und den Ja-Sager mir ansehen. Ja, wie gesagt, morgen machen wir mit Borderlands weiter. Und hoffentlich geht's Diebel dann soweit. Auch besser. Ja, ansonsten halt den Klempner. Ja. So machen wir 64. Dann werde ich gleich mal den Chris Carule horsten. Chris Carule horsten. Oh, wobei. Wobei doch, ein Raid ist, glaube ich, eine gute Idee. Überfall. Definitiv. Rave hier. Winky, winky. Auf jeden Fall, egal wie viel, du wirst noch sehr viel weniger an Sequenzen da in ein Video packen als gewisser Serax mit seinem Nebenprodukt von seinem Mammut-Video. So. Ah. 1340 Stellen oder was das sind. Jo. Schon übertrieben. Was gibt's denn, Tess? Aber ich bin sehr gespannt auf deine... auf dein Best-of. Das glaube ich dir. Wird bestimmt ein... wird bestimmt lustig. Definitiv, ja. Offenbar hat der Raid auch funktioniert. So. Oh! Ja, Chat. Ich hab doch die Chat-Regeln letztes Mal schon. Was ist das denn? No.
Okay, gut. Wir sind jedenfalls dann bei Chris Kiruna ein bisschen im Chat. Jo. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch Minecraft anwerfe oder ob ich doch nochmal in den Edit gehe. Ja, ansonsten sehen wir uns dann morgen bei Borderlands wieder. Beziehungsweise Schrägstrich Mario 64. Je nachdem, wie Steve gehen wird. Jedenfalls, dann habt noch einen schönen Abend. Haut rein. Ciao, ciao. Und auf Wiedersehen.